Na gut. Und es ist trotzdem was Besonderes, in diesem Verein Fußball zu spielen. Und ja, deswegen ist es halt im Lauf der Dinge, dass halt auch solche Spieler dann hier in der Alpenförsterei aufschlagen. Und wie gesagt, gerade bei Gente, glaube ich, war es ein Volltreffer. Und ich glaube, er war und wird immer noch wichtig sein für die Mannschaft. Ja, ich würde mal eine Episode erzählen aus meinem Journalistenleben. Es war der Tag, als Devin Subotic erstmals in der Alpenförsterei ankam. Und das tat er zusammen mit Marius Bülter. Ja? Marius Bülter musste sich bei Devin Subotic vorstellen. Marius kannte Devin schon, aber umgekehrt nicht. Ja? Und die kamen jetzt beide zusammen an, in so einem Transporter vom Medizincheck aus der Stadt Mitte. Und Devin Subotic hat dann da ein paar Takte erzählt und auch wir Journalisten sind da so ein bisschen sehr ehrfürchtig gewesen und es hat sehr lange gedauert, bis Subotic und Bülter dort ankamen, ein paar Fotos gemacht und dann sind wir einen Text schreiben gegangen, direkt vorm Forsthaus, da gibt es so einen kleinen Pavillon und es war schon 17, 18 Uhr und der Kollege Ferber von der Berliner Morgenpost saß neben mir und sagt, Mann, Devin Subotic, also die Zeiten ändern sich. Und irgendwann dachten wir, wir sind jetzt fertig mit unserem Text und waren recht froh, Stimmen gehabt zu haben von Devin Subotic. Und dann guckt der Kollege Ferber auf den Rechner und sagt, Christian Gentner wird Unioner. Steht hier. Und zeigt mir die Homepage von Union. Und ich war eigentlich nach 7-8 Stunden durch mit den Nerven und wollte nach Hause. Nein, jetzt nicht noch, einer von diesem Kaliber. Und dann haben wir Christian Arbeit angerufen und er sagte, nein, das steht da nicht auf der Seite. Nein, das steht da nicht. Und guck doch mal auf der. Jetzt steht es da nicht mehr, sagt Christian, weil das habt ihr ja schon veröffentlicht. Also jetzt, okay, also euer Union war so ein bisschen eher zu schnell mit der Veröffentlichung und wir wussten, da kommt noch was. Also es war Schlag auf Schlag, dass so eine prominenten Spieler verpflichtet wurden. Oliver Runert hat doch geschafft im letzten Jahr, im Prinzip vor dem zweiten Trainingslager in Windisch-Garsten dann alle beisammen zu haben. Matze Koch und Thorsten Matuschka, Tusche, wie man so schön sagt in Berlin. Matze, du als Erster, weil du hast heute die Buchvorstellung gehabt. Das ist, glaube ich, das vierte Buch über Union. Komm, ich halte. Es ist das vierte Buch. Ja, es ist das vierte Buch. Und ja. Gewohnt hier die Buchvorstellung im Kino Union. Hier ist immer was los. Selbst in Corona-Zeiten waren 74 Leute da ausverkauft. Alles schick. Also, du brauchst das Mikrofon nicht so nah ranhalten. Das kannst du gerne. Das ist so ein Schritt nach vorne richten, weißt du? Ja, kein Problem. Tusche, du als Alt-Unioner, jetzt bei Alt-Klinike als Co-Trainer, was treibt dich denn noch zur Union? Bin ich ja noch Botschafter für den Verein, was mich natürlich sehr, sehr stolz macht. Und ja, wenn ich denn Zeit habe und finde, bin ich natürlich dort vor Ort. Kenne natürlich ein paar Spieler und das ist halt ja mein Verein geworden in den ganzen Jahren, die ich dort gespielt habe. Wir als Familie in Berlin verwurzelt sind und deswegen bin ich immer sehr, sehr gerne bei Union Berlin, wenn es, wie gesagt, mit der Zeit hinpasst. Und ja, von daher ist Union in meinem Herzen und deswegen werde ich jede Sekunde, die ich frei habe, dort verbringen. Matze, als Sportjournalist, als Fotograf, Corona-Zeiten in deinem neuen Buch sind viele oder einige Fotos, die nicht von dir stammen. Wie bist du an diese Fotos gekommen? Was waren das für Schwierigkeiten für dich, an Fotos von anderen Fotografen zu kommen? Naja, da nur eine beschränkte Fotografen zugelassen war, hat der Verband Deutscher Sportjournalisten eingefädelt, dass es so eine Art Pool-Fotos gab, ja. Und bei 3-4 Spielen konnte man als Fotograf dann auf diese Bilder zurückgreifen, wenn man sowieso für diese Spiele akkreditiert gewesen wäre. Ja, und da ich ja jedes Spiel von Union mache, habe ich auch immer Zugriff dazu bekommen, aber ist natürlich schwieriger, mit Bildmaterial zu arbeiten, die man nicht selber gemacht hat, weil bestimmte Dinge hätte ich anders fotografiert, aber in diesen Zeiten war es nicht anders möglich. Tusche, du bist jetzt Co-Trainer bei VSG. Ich helfe dir. Alt-Klinike, also sagen wir mal so,
ein Stückchen hinter meiner ehemaligen Arbeitsstelle in Adershof. Sieht man dich eventuell irgendwann als Trainer bei Union? Boah, das kann ich nicht sagen. Also ich hätte natürlich da Lust drauf und hätte da nichts dagegen, aber aktuell bin ich bei der VSG Klinik Co-Trainer mit Kula Heine und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mit den Jungs tagtäglich auf dem Platz zu arbeiten. Und wie gesagt, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, aber es muss natürlich auch passen und da müssen auch beide Seiten davon überzeugt sein, dass man da zueinander findet. Und wie gesagt, ich hätte da nichts dagegen, mal in irgendeiner Funktion bei so einem Spiel in der Alten Försterei vielleicht auf der Trainerbank zu sitzen oder ja, zumindest am Spielfeldrand. Das wäre ja ein cooler Traum, den ich gerne mal erleben dürfte oder darf oder möchte. So, jetzt habe ich es gefunden. Matze, dein letztes Buch, was du heute gerade hier vorgestellt hast, heißt Union rockt die Bundesliga. Könnte das bedeuten, dass wenn Union auch das zweite Jahr in der Bundesliga überstanden hat, dass es dann das nächste Buch gibt? Ich glaube nicht, weil das war jetzt eine einmalige Sache, dieses erste Bundesliga-Jahr, und man muss auch nicht übertreiben. Das nächste Buch zur Union kann ich mir vorstellen, wenn sie in den Europacup einziehen. Das wäre eigentlich ein Traum von mir. Und irgendwann muss ich ja diese Vereinschronik von 2013 mal aktualisieren und das könnte bis 2021, 2022 geschehen. Denn es ist ja relativ viel passiert in den letzten Jahren. 2013 hat Tusche noch für Union gespielt. Der wird am Sonntag 40 Jahre alt. Da ist viel passiert. Jetzt sind sie in der ersten Bundesliga und das muss mal aktualisiert werden. Dein Tipp, Tusche, 3-1 habe ich gehört. Ja. Das morgige Spiel. Bleib dabei. Was sagst du, Matze? 2-1. Hauptsache gewinnen. Okay. Dann werde ich mal den Spruch von Tusche etwas ab wandeln und sage, nicht die Frage, war's das, sondern das war's sportfrei. Dankeschön für euch beide. Sehr gut. Danke.